Hey, was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tippvideo. Ich möchte jetzt nochmal gern die Fortführung machen von den Takeover Abilities. So habe ich ja im letzten Video schon gesagt, wie ihr eure Takeover beliebig wechseln könnt vor jedem Spiel oder nach jedem Spiel, wenn ihr die Möglichkeit habt, die speziellen auszuwählen, weil manche MyPlayer-Builds haben ja nicht alle Takeover. Ich zum Beispiel kann leider kein Shot-Creating-Takeover bekommen, aber das ist nicht dramatisch, weil ich ja ein paar Plaketten drumherum spielen kann. Aber wir gehen jetzt mal hier auf das Menü und gehen dann nochmal auf die Entfesselt-Geschichten. Und zwar gibt es hier auf der ganz rechten Seite ein extra Perk, nennt sich das. Das ist auch aktiv, wenn ihr dann euer Takeover aktiv habt im Spiel. Und die könnt ihr euch ganz leicht freispielen. Wir haben hier einmal Beschleuniger, den habe ich schon freigespielt. Wir haben hier einmal den Beschleuniger. Die Entfesseltanzeige füllt sich schneller, wenn du auf dem Court gute Leistung zeigst. Dadurch erreichst du entfesselt, also das Takeover, schneller. Bleib warm. Einmal Saft verleiht deinen Attributen einen zusätzlichen Bonus, wenn entfesselt aktiviert wird. Also ihr habt ja immer eine bestimmte Erhöhung von den Attributen, wenn ihr das Wenn ihr die Takeover aktiviert. Dadurch, dass es dieses Jahr doppelt Takeover ist, werden die teilweise auch ein bisschen höher als nur 8 Punkte. Ist ganz gut und auch wichtig zu wissen für euch. Dann haben wir Verlängerung, verlängert die Zeit, die entfesselt aktiv bleibt. Was ich aber auch schon gemerkt habe, selbst jetzt wird die Takeover-Anzeige schon ein bisschen schneller gefüllt als normal. Und letztes Jahr auf der Current Gen gab es ja immer den Takeover, der ist aktiv geblieben, ich glaube, knapp eine Minute, 50 Sekunden. Und dieses Jahr habe ich mal geguckt, es müssten an die 2 Minuten sein, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, also richtig gut. Bei solchen Sachen hier könnt ihr sogar die Entfesselt-Anzeige noch ein bisschen länger da haben, um euer Takeover einfach auch ein bisschen länger noch zu behalten, um richtig krasse Sachen zu machen. Und genau, das ist hier bei der Verlängerung. Dann haben wir hier einen Schwamm. Wenn ein Mitspieler eine Aktion macht, um seine Entfesselt-Leiste zu füllen, ich sage jetzt Takeover, weil Entfesselt hört sich komisch an, erhältst du einen kleinen Boost auf deine eigene. Das heißt, wenn ihr das aktiv habt und jemand anders aus eurem Team macht richtig coole Sachen, dann wird euer Takeover auch mit aufgefüllt, richtig nice. Zweite Chance, wenn Takeover voll ist, aber noch nicht aktiviert wurde, wird die Anzeige bei einem Fehler nicht vollständig zurückgesetzt. Also angenommen, ihr habt jetzt Takeover und könnt das tatsächlich schon aktivieren und zum Beispiel ihr ein Turnover macht oder ein blödes Foul begeht oder so, dann ist die ganze Takeover-Leiste komplett weg und das ist, wenn ihr dieses extra fürs Takeover mit aktiviert, nicht der Fall. Das heißt, bei dem ersten Mal kommt ihr dann noch Gott sei Dank davon. Und hier haben wir den Saboteur. Wenn ein verteidigter Gegenspieler einen Turnover begeht oder einen schlechten Wurf nimmt, erleidet seine Entfesselt, also seine Takeover-Anzeige, einen größeren Malus. Das heißt, das Takeover wird ja auch ein bisschen weniger, wenn ihr schlechte Aktionen macht. Und wenn ihr das selber aktiv habt, ja, wird dieser Penalty, also diese Strafe, noch mehr. Also so ein bisschen sneaky, aber irgendwie auch cool. Dann haben wir hier Unterdrücker. Gegner mit aktivem Takeover erhalten kleinere Fähigkeiten-Boosts, wenn du sie deckst. Finde ich auch ganz nice. Abkürzung: die aktivierten Entfesselfähigkeiten, also Takeover-Fähigkeiten des Gegners, bleiben nicht so lange aktiv, wenn er eng verteidigt wird. Entschleuniger: dein Gegner erreicht Takeover langsamer, wenn du sie eng verteidigst, deine Gegner. Und ja, das sind soweit alle. Und ihr seht schon, eins habe ich hier freigeschaltet, das ist der Beschleuniger. Und ihr könnt alle diese Extras freischalten, seht ihr hier schon, indem ihr verschiedene Questreihen abschließt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Macht das, vergesst das bitte, bitte nicht. Das ist essentiell für euer Spiel, vielleicht nachher auch online oder in der meine Karriere oder sonst irgendwo. Also guckt auf jeden Fall auf dem Schiff nach, auf dem Gold Boat. Da sind überall verschiedene Leute, die ihr ansprechen könnt. Ihr könnt das auch so ein bisschen nachschauen, indem ihr hier in das Menü wieder reingeht. Und dann habt ihr hier oben einen Reiter Quest. Hier haben wir das Quest Journal. Und dieses Jahr sind Quests einfach viel, viel interessanter, weil ihr nochmal andere Belohnungen bekommt und halt diese Extras freischalten könnt. Und hier haben wir schon ein paar Aufgaben. Und genau, echt essentiell dieses Jahr bei der Entfesselt-Leiste das Beschleuniger.
extra schon freigeschaltet und da müsst ihr mit Sam sprechen. Das ist ein Mädel mit einem, ich glaube, Regenbogen-T-Shirt und das steht auch relativ nah am Fahrstuhl links von euch, wenn ihr rauskommt. Und genau da könnt ihr die Quest anfangen und könnt da dann halt das zu Ende spielen. Oder was ihr auch machen könnt, ihr könnt halt mit anderen Sachen anfangen. Ich bin gerade dabei, hier die Hausmeister-Quest abzuschließen und habe dann hier die Abkürzung als Extra, was ich mir dann aussuchen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Auf jeden Fall soll es das erstmal soweit rund um das Thema Takeover sein. Natürlich haben die verschiedenen Takeover wieder verschiedene Attribut-Boosts, wie zum Beispiel hier denn, das Scharfschützen-Takeover. Das gibt euch plus 8 auf Mitteldistanz und auf euer 3-Punkte-Werf-Attribut. Sehr, sehr nice. Könnt ihr euch mal anschauen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schnackt mich gerne an. Wenn ihr einen Mehrwert aus diesem Video hattet, sehr, sehr gerne ein Abo da lassen, ein Like da lassen. Wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund. Ich melde mich ab und bis zum nächsten Video. Peace out.